Einmal hat der RC Ingolstadt in dieser Saison gegen die Schwenninger Wildwings schon gewonnen. Bei weihnachtlicher Stimmung in der Helios Arena sollte das dritte Mal folgen. Zunächst aber der Auftritt der kleinen Leonie, die diesen zweiten Advent sicherlich nicht mehr vergessen wird. Wird von einem waschechten NHL-Spieler vom Eis geführt. Pat Cortina musste auf den verletzten Markus Pukula verzichten, aber das Fehlen des Finnen fiel erstmal überhaupt nicht auf, denn seine Jungs kamen mit der ersten guten Möglichkeit in der 8. Minute. Fleury zunächst auf Reck, der verfehlt und dann nochmal Fleury, aber Jochen Reimer, der wieder für Pielmeier ran durfte. Exzellenz in dieser Situation und man sieht es hier in der Wiederholung. Reck, da nur um Haaresbreite verpasst er den Puck. Larry Mitchell, ja, er musste erstmal durchatmen in diesen ersten Minuten. Aber seine Jungs, sie kamen ein bisschen besser ins Spiel, vor allem kurz vor Ende des ersten Drittels. Jakob Berglunds mit der Riesenchance hier auf das 1:0. Aber der Matchwinner vom vergangenen Freitag gegen Mannheim scheiterte an Dustin Strahlmeier. 0:0 also nach den ersten 20 Minuten, die eher Eishockey-Magerkost boten. Aber schwungvoller wurde es dann im Mittelabschnitt. Und zwar schon nach wenigen Sekunden. Der Liberty lässt liegen für Buck und er schickt das Ding einfach in die Maschen. 1:0 für Ingolstadt nach nur 39 Sekunden. Richtiger Kaltstart für die Schwenninger Wildwings und natürlich der mitgereiste Ingolstädter Anhang. Er feierte nach diesem präzisen Handgelenkschuss von Brandon Buck. Es war sein 7. Saisontreffer. Die Schwenninger um eine Antwort bemüht und sie kam 4 Minuten nach der Führung der Gäste. Damien Fleury mit seiner ganzen Klasse und wenn du nicht weißt, wohin damit, einfach rein ins Tor. 25. Minute, der Ausgleich durch den Franzosen und es war schon sein 5. Treffer seit seinem Comeback in Schwenningen. Tanzt die halbe Ingolstädter Verteidigung aus und hat dann auch noch ein bisschen Glück, weil er den Innenpfosten trifft. Weiter die Hausherren on fire. Erstmal Ingolstadt mit dem Versuch, vors Tor zu kommen. Dann wird die Scheibe abgefangen von den Hausherren. Und dann geht's wieder mal schnell über Gigliatti. Matalisch, wieder Gigliatti. Acton, wieder Gigliatti. Und der fieselt das Ding akrobatisch an Reimer vorbei. 2:1 Schwenningen, 31. Minute. Ein tolles Tor der Schwenninger, die Ingolstädter in dieser Situation richtig haben alt aussehen lassen. Mit One-Touch-Hockey. Und dann macht Gigliatti richtig schön, aber auch schnörkellos die Führung für die Hausherren. Pat Cortina, alles in Ordnung nach 40 Minuten, auch wenn es bisweilen mal ein bisschen hitziger wurde und die Referees nicht so gepfiffen haben, wie er das gerne hätte. Wir springen rein in den Schlussabschnitt und dann ging es relativ bald los mit Powerplay für Schwenningen in doppelter Überzahl. Riesenmöglichkeit für Simon Danner, aber die Situation läuft ungeschnitten weiter. Acton im Zusammenspiel mit Hult, dann kommt Acton nochmal an die Scheibe. Auf Danner, scheitert zum ersten und dann Reimer auch beim zweiten Versuch von André Hult. Erster Sieger. Riesentat des Schlussmannes des ERC Ingolstadt, der hier ein bisschen Glück hatte bei diesem Pfostentreffer. 3,5 Minuten noch zu spielen. Konter für Schwenningen. 3:2. Acton und wieder Reimer mit der nächsten Glanzparade. Hält seine Mannschaft weiter im Spiel. Mit der Fanghand lenkt er das Ding an den Außenpfosten. Die letzten Sekunden. Ingolstadt im Powerplay mit der Brechstange. Mit Mann und Maus nach vorne. Aber Schwenningen warf alles, aber wirklich alles dazwischen. Und am Ende wurden sie für ihren aufopferungsvollen Kampf belohnt. 2:1 gewinnen die Schwäne gegen enttäuschte Ingolstädter um ihren Torhüter Jochen Reimer. Wir haben ein Tor geschossen. Schwenningen hat brutal wenig zulassen. Die spielen so diszipliniert, vor allem daheim. Das ist echt brutal schwer gegen die Chancen zum Kreieren und Tore zum Schießen. Aber jetzt stehen wir wieder da und sagen, hätten wir
machen sollen oder wie auch immer. Keine Punkte und ja. They had some great chances. We know they're a good team. We know they're going to get chances. It's how we hold them off, and I think we did a pretty good job of that tonight. And I think we deserved those 3 points today. Und die Schwenninger Fans, ja, sie blicken immer noch ungläubig rein. Ihr Team momentan auf einem direkten Playoff-Platz, was der Blick ins iPhone auch bestätigt. Jetzt schon mit dem 4. Sieg mit nur einem Torunterschied in Folge.